Vorwort. Das Buch, das Sie in den Händen halten, handelt von Liebe zu Gott. Genauer gesagt, handelt es von Liebe zur Person Krishna. Warum bezeichnen wir Krishna als Gott? Die Antwort darauf ist einfach. Wir erkennen Krishna als Gott an, weil er in allen Einzelheiten mit der Definition Gottes übereinstimmt. Der Name Krishna bedeutet der Allanziehende. Und tatsächlich ist es Krishnas Natur, auf alles und jeden anziehend zu wirken. Gemäß den vedischen Schriften gibt es 6 Füllen, die, wenn sie in einem Lebewesen sichtbar werden, anziehend wirken. Jemand ist anziehend, wenn er sehr schön ist, wenn er mächtig ist, wenn er reich, klug und berühmt ist und auch, wenn er von materiellen Dingen losgelöst ist. Es gibt viele Menschen, von denen sich sagen lässt, sie seien schön, mächtig, reich, berühmt, weise oder entsagt. Aber wo ist derjenige, der all diese Füllen in unbegrenztem Ausmaß offenbart? Das ist Gott. Und das ist Krishna. Die Veden beschreiben Krishna als Satyam, Shivam und Sundaram. Satyam bedeutet, dass Krishna nicht geboren wird und nicht stirbt. Er ist ewig und urerst. Krishna ist der ursprüngliche Gott, aber zugleich erscheint er in verschiedenen Inkarnationen und wird mit verschiedenen Namen angerufen. Schließlich kann es nur einen Gott geben, nicht viele unabhängige Götter. Sundaram bedeutet, dass Krishna einzigartig schön ist, schöner als irgendjemand sonst. Seine Form ist ewig die eines blühenden Jünglings und sein Körper duftet lieblich. Manchmal steht er in einer besonders anmutigen, dreifach geschwungenen Körperhaltung und setzt lächelnd eine Flöte an seine Lippen und bezaubert so die Bewohner seines Reiches, der spirituellen Welt. Wir, Bewohner der materiellen Welt, sind gleichfalls von ihm bezaubert, jedoch indirekt durch seine verwirrende materielle Energie. Wir mögen die schönen Dinge, doch äußerer Schein alleine genügt uns nicht. Jemanden, der zwar äußerlich schön, aber innerlich ein schlechter Mensch ist, kann man nicht wirklich lieben. Krishna dagegen ist Shivam, glückbringend. Man findet in ihm alle guten und glückbringenden Eigenschaften. Natürlich ist er unbegrenzt mächtig, aber darüber hinaus ist er auch endlos barmherzig, allwissend, schön und losgelöst. Und wegen all dieser Eigenschaften ist er überall berühmt. Krishna ist also Satyam, ewig, Shivam, barmherzig und Sundaram, wunderschön. Alles existiert in ihm und darum kann er jeden Wunsch erfüllen. Weil ihn verschiedene Gottgeweihte in verschiedener Weise sehen wollen, erscheint er in den unterschiedlichsten Manifestationen und Inkarnationen, zum Beispiel in der Form Narasimhadevas. Narasimhadeva ist Gott, aber er erscheint mit dem Kopf eines Löwen und offenbart furchterregende Macht. Eine andere Inkarnation, Sri Rama, ist von herrlicher Gestalt, doch man kann mit ihm nicht jede Art von Austausch kosten. Jesus Christus ist mächtig und wird uns wie ein Vater beschützen, aber mit ihm kann man nicht spielen, wie zwei Kinder miteinander spielen würden. Man kann ihn auch nicht zum Ehemann nehmen. Narasimhadeva gewährt ebenfalls Schutz, doch auch ihn kann man nicht als Freund oder Gemahl lieben,
weil seine Gestalt derart grausig und furchteinflößend ist. Krishna dagegen ist die einzige Persönlichkeit, die unbegrenzte Vielfalt in sich birgt. Er begegnet uns genau auf die Weise, wie wir es uns im tiefsten Inneren wünschen. Wir können sein Diener werden oder sein Freund. Wir können seine Mutter sein und sogar seine Geliebte. Krishnas Schönheit und seine Barmherzigkeit sind unvergleichlich. Er ist allmächtig, allwissend und besitzt alle anziehenden Eigenschaften. Und schon ein wenig Zuneigung für ihn wird die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Obwohl jedes Lebewesen sich danach sehnt, glücklich zu werden, ist ungetrübtes Glück in der materiellen Welt nicht möglich. Die materielle Welt ist nicht dafür gedacht, uns glücklich zu machen. Nicht in diesem Leben, nicht im nächsten und nicht einmal auf der Stufe der Befreiung. Zuneigung zu Krishna dagegen macht glücklich. Die letzte und höchste Form von Glück und der größtmögliche Austausch von Liebe zeigen sich in Krishnas Beziehung mit den Mädchen von Vraja, den Gopis. Vor allem mit der besten aller Gopis, seiner inneren Energie oder Freudenenergie, Srimati Radharani. Krishna besitzt unzählige Inkarnationen, die einen liebevollen Austausch mit ihren eigenen Geweihten genießen, und sie alle residieren auf ihrem eigenen, unvergänglichen spirituellen Planeten, die von gänzlich anderer Natur als die dunklen, leidvollen und vergänglichen Planeten der materiellen Welt sind. So wie Krishna als Ursprung aller Inkarnationen sämtliche Füllen in sich vereint, so ist auch sein persönliches Reich, Vraja, Vrindavana oder Goloka, die herrlichste und großartigste aller Welten. Und die Liebe seiner Geweihten dort ist unerreicht, vor allem die Liebe der Gopis, die in Krishna ausschließlich ihren Geliebten sehen. Das irdische Vraja, ein Ort in Indien, den man mit seinem materiellen Körper aufsuchen kann, ist ein exaktes Abbild des spirituellen Vraja. Für verwirklichte Seelen besteht zwischen diesem und jenem Vraja kein Unterschied. Eine zuneigungsvolle Beziehung zur Person Krishna, der Verkörperung aller Liebe zu entwickeln, ist Sinn und Ziel des menschlichen Lebens. Krishna selbst erscheint in unserem Zeitalter als Sri Chaitanya Mahaprabhu, um den Weg zu ihm aufzuzeigen, vor allem um zu lehren, wie man dem Beispiel der Gopis von Vrindavan folgt. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist keine Inkarnation, sondern Krishna selbst in der Rolle seines eigenen Geweihten. Er erschien aus grundloser Barmherzigkeit, aus Liebe zu uns, seinen Teilen und Teilchen, um uns Krishna näher zu bringen und uns vom Durst auf falsche Freuden und falsches Glück abzubringen. Sri Chaitanya lehrte eine Liebe zu Gott, wie sie die Welt nie zuvor gesehen hatte. Die Liebe der Gopis von Vraja. Für Neulinge machte er den Vorgang einfach. Und die Fortgeschrittenen weihte er in die tiefsten Geheimnisse dieser vertraulichen Kunst ein. Das vorliegende Buch nun, Sri Mana Shiksha, erklärt, was nötig ist, Sri Chaitanyas Weg zu gehen. Und es gibt einen Einblick in Denkweisen und Gefühle, die gleichermaßen erhaben wie aufregend sind und uns eine neue Dimension des Glücks eröffnen können. Spirituelle Bücher wie dieses besitzen eine Eigenart. Sie werden nie langweilig. Bei jedem Lesen
In dem Maße, wie man selbst spirituell voranschreitet, offenbaren sie neue und tiefere Bedeutungen. Bitte lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn Sie nicht gleich alles sogleich völlig verstehen. Das ist erwünscht. Lässt es doch Raum für zukünftige Entdeckungen. Bitte lesen Sie Srimana Shiksha mit Achtung und offenem Herzen, und Sie werden merken, dieses Buch wird Ihnen spirituelle Kraft schenken und ein guter Freund werden. Die Herausgeber.